Ja, bonjour aus Paris. Ich befinde mich schon in meinem Hotelzimmer, was ich euch gleich zeigen werde, weil es komplett crazy ist. Es ist extrem kalt hier drin. Aber first step ist, dass man die Tür nicht aufbekommt. So, also ich werde auf jeden Fall erstmal hier das Ganze offen lassen, damit es auch schön warm wird in meinem Zimmer. Das Wetter ist erste Sahne, allerdings ist die Lautstärke für so ein Video wahrscheinlich eher nicht so geil. Deshalb mache ich es mal wieder zu. Kleine Roomtour, bevor ich mich jetzt mit euch zusammen fertig mache. So, entre le Hotelzimmer habe ich hier sofort eine kleine Aufmerksamkeit vom Hotel bekommen. Mit einer lieben persönlichen Nachricht. Und vor allem was... What the fuck? Was ist das? Also ich habe gerade versucht, das hochzunehmen, aber es ist so... Was ist das? Schaut jetzt nicht so appetitlich aus, aber... Ah. Hm. Komm, komm, komm. So, habe ich noch irgendwas Schokolade? Wenn man dann hier ins Badezimmer kommt, schaut es so aus. Sehr, sehr hübsch. Es ist alles natürlich ein bisschen älter hier. Aber hier wurden schon viele Filme gedreht, hat eben der Concierge mir gesagt. Hier die Badewanne mit Dusche, das Scheißhaus. Und dann kommen wir zum riesigen Schlafzimmer. Ich habe mich hier schon ein bisschen ausgebreitet. Ja, irgendwie tatsächlich muss ich sagen, ist es echt schon ein bisschen creepy. Darf natürlich in keinem Hotelzimmer fehlen. Ein ordentlicher Kamin. Und das ist mein Kleidchen für heute Abend. So, ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, was man sich hier so vorstellt, aber naja. Ich werde mich jetzt nicht nochmal abschminken. Ich habe heute Morgen schon so die Basics gemacht. Also ich habe ein kleines bisschen Concealer und Puder aufgetragen. Jetzt war ich aber schon den ganzen Tag unterwegs. Und ich will mich dann nie abschminken. Heißt also, ich schminke jetzt einfach drüber. Und das Erste, was ich da mache, ist, ich nehme so ein Tuch hier. Sorry übrigens für die Hintergrundgeräusche. Und dann werde ich erstmal hier, wenn ihr zum Beispiel geschwitzt habt oder so, oder allgemein flüssiges Make-up vielleicht drauf gemacht habt, dann setzt sich das ja schon mal so ein bisschen ab. So, dann habt ihr schon mal so ein bisschen was Überschüssiges entfernt. Und was ich dann mache ist, ich gehe nochmal, weil ich habe jetzt zum Beispiel hier unten drunter keinen Concealer drauf gemacht, sondern nur so einige rote Stellen abgedeckt. Und jetzt mache ich wirklich so ganz, 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 ganz wenig, wie ihr hier seht. Nochmal hier drauf und auch hier, weil hier habe ich gar nichts drauf gemacht auf meine Augenlider. Und ich will ja gerne jetzt ein bisschen Augen-Make-up machen. Und bevor sich das jetzt hier oben wieder absetzt, nehme ich ein Puder und werde es schnell schon mal setten. Dann für die T-Zone nehme ich nochmal hier ein Translucent Powder, also irgendein transparentes. Okay, so ein bisschen über die Stellen, wo ich nachglänze. Und als Nächstes nehme ich einen ganz leichten Bronzer, beziehungsweise halt einfach ein Puder, was ein bisschen dunkler ist. Das hier ist Medium 10 von MAC und normalerweise benutze ich Medium Plus jetzt so fürs ganze Gesicht. Und das gebe ich jetzt leicht drüber. Es wird auch heute kein spektakuläres Make-up. Da hat es gerade geklappt, meine Pommes sind da. So, ihr denkt jetzt, da ist mega viel drin, aber... Das Ding ist nämlich, wir haben jetzt gleich ein Dinner, aber Dinner ist... oh scheiße, in 25 Minuten und ich bin noch gar nicht fertig. Und ich habe so einen Hunger gehabt, dass ich jetzt noch ganz schnell was essen musste. Ich kriege dann so Bauchschmerzen und das wird bestimmt so ein fancy Dinner, wo es halt... sehr kleine Portionen gibt. Blush als Nächstes. Und da ich ein rosa Kleid trage,
werde ich auch ein bisschen mehr drauf machen. Esst ihr Pommes eigentlich mit Ketchup oder mit Mayo? Also ich am liebsten beides, aber wenn ich mich entscheiden müsste, auf jeden Fall Mayo. Dann habe ich hier diese schöne Palette, die benutze ich jetzt heute zum ersten Mal. Ist von NARS und das ist die Ignited Palette. Und da benutze ich jetzt als erstes diese Farbe hier. Oh nee, ich muss erstmal meine Augenbrauen machen. Ich mache nicht viel, sondern wirklich nur so ein kleines bisschen. Einfach alles nur so ein kleines bisschen sauberer. Dann noch ein bisschen Augenbrauengel. So, und jetzt starten wir dann auch wirklich mit dem Augen-Make-up. Ich habe übrigens jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Dann als nächstes diese Farbe hier. Ich nehme davon aber nur ganz wenig. Ist übrigens sehr gut pigmentiert. Und dann diesen Ton hier. Leichter Schimmer drin, so Perlmutt. Und jetzt diese Farbe. Echt schön, die Farben, muss ich sagen. Jetzt nehme ich noch so ein bisschen was Helles hier und packe das noch in die Mitte. Und jetzt versuche ich mal ganz, 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 ganz wenig hiervon zu nehmen mit so einem kleinen Blenderpinsel. Sorry Leute, ich muss immer zwischendurch essen, weil ich habe jetzt noch 10 Minuten. Dann ein kleines bisschen Highlighter in den Augeninnenwinkel. Mascara natürlich. Als nächstes Lip Liner Pillow Talk von Charlotte Tilbury. Und weil es ein Lancôme-Event ist, nehme ich jetzt diesen Lippenstift hier. Das ist Lip Cream oder so, glaube ich. Gloss Cream in der Farbe 202. So, und jetzt muss ich ganz schnell mein Kleid anziehen. Bis gleich. So, das ist das Kleidchen. Das habe ich übrigens aus dem Jumeirah-Store in Köln. Und die Marke heißt Allison oder so. Also das ist jetzt kein teures Kleid. Und weil dieses Kleid so ausgeschnitten ist, habe ich hier jetzt Fashion Tape. Und das klebt man sich dann einfach genau so dahin, wo man es hinhaben möchte. Ich möchte es gerne ein bisschen weiter ausgeschnitten haben. Und das ist halt einfach doppelseitiges Klebeband. Jetzt noch eben schnell andere Ohrringe rein. Besser zu meiner Uhr passen, weil die auch Silber, Gold sind. Wir haben mittlerweile 5 nach 7. No. Hier noch ein bisschen Highlighter hin. So. Zack. Hier noch ein bisschen Highlighter hin. Nur um euch das einmal kurz zu zeigen. Mein Zimmer ist das einzige, was hier so mit Gold ist. Die anderen sind nicht so. Und er hat mir eben gesagt, das hier... Hier wurden wohl schon einige Filme gedreht. Einmal noch ein kurzer Zwischeneinwurf, bevor ich das Video beende. Es ist ja eigentlich schon beendet, aber ich will euch noch kurz was sagen. Wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, in ein Luxushotel zu kommen, was ja die wenigsten können, was ich ohne diesen Job hier auch nicht machen könnte, weil wir natürlich von Marken eingeladen werden. Aber ich finde es immer so krass, diese Unterschiede, weil wenn du in so ein altmodischeres Hotel kommst, dann bereiten sie immer für abends die Zimmer auf. Zum Beispiel der klassische Bettvorleger und sie ziehen die Vorhänge zu. Also hier ist alles gemacht. Dann habe ich hier noch ein kleines Schokolädchen hingelegt bekommen und ich muss euch sagen, mir ist das ja immer so eine Nummer zu, so immer ein Tick zu viel. Aber ich finde es halt so Wahnsinn, weil es sind so Kleinigkeiten und du bist immer so voll so, weil in die Hotels sind, die ich halt jetzt so privat gehe, da mache ich das jetzt halt nicht unbedingt. Aber es ist halt wirklich Wahnsinn. Aber ja, ich gehe jetzt auf die Aftershow-Party. Dinner is over.
Und als nächstes kommt wahrscheinlich die Abmoderation. Ready? Yes, ready. So, das ist das fertige Outfit. Ich habe mir wieder Stress gemacht, denke ich bin 15 Minuten zu spät. Aber ich bin immer noch nicht die Letzte, glaube ich. So, die Schuhe, also es ist ein sehr cheapes Outfit heute eigentlich. Die Schuhe sind von ASOS, die Tasche ist von ASOS. Das hier ist wie gesagt von Jumeirah Store. Und ja, Ohrringe sind von Dior. Und die Kette ist von Ariane Ernst. So, und in diesem Sinne ein sehr spontanes Video, weil ich nicht wusste, was ich sonst drehen soll. In der kurzen Zeit, wo ich zu Hause bin, nämlich genau 12 Stunden morgen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Habt einen wunderschönen Tag noch. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und bis bald.